Ja, sowohl obwohl sie einzeln nur moderaten Schaden verursachen, können sie in verketteter Form dem Gegner doch erheblichen Schaden zufügen. Okay, ich glaube, ich muss gleich niesen. Man merkt, es ist Winter bei uns. Bei mir zu Hause ist tatsächlich 10 cm Schnee. Die Tage über waren ganz schön kalt und jetzt dann natürlich, ne? Die Nase ist schon angeschlagen. Supi. Drücke rechte Maustaste, um einen starken Angriff auszuführen. Aha, also linke Maustaste für normal, rechte Maustaste für stark. Okay, ist dann doch anders als bei Risen. Da reicht's, wenn du dreimal hintereinander schlägst, ne? Und einen aufgeladenen Schlag hast und okay. Starke Angriffe verbrauchen mehr Ausdauer. Wer hätte das gedacht? Und benötigen einen Moment, bis sie mit voller Kraft ausgeführt werden können. Bei einem Treffer verursachen sie beim Feind dann aber kritischen Schaden. Das ist ja kritisch genial. Nächstes. Ich habe vergessen, um. Starker Angriff passt. Kampf abblocken. So. Greift ein Feind dich an und deine Haltungsrichtung entspricht der Richtung seines Angriffes, dann wird dieser Angriff automatisch abgeblockt. Was? Greift ein Feind dich an und deine Haltungsrichtung entspricht der Richtung seines Angriffs, dann wird dieser Angriff automatisch geblockt. Aha. Ja, wie mache ich das? Kampf ausweichen. Drücke Leertaste, um vorzupreschen. Aha. Boah, das ist ja echt komplex. Beim Ausweichen machst du einen kurzen Sprint in eine beliebige Richtung. Das Abblocken mancher Angriffe kostet viel Ausdauer und du kannst dich dabei sogar verletzen. Hervorragend. Ja, ist klar, wenn einer mit den zwei Händen auf unseren Zahnstocher dreinschlägt, ist wahrscheinlich die Waffe auch noch hin. Das wäre ja was, oder? Na, großartig. Hast du es mit einem solchen Angriff zu tun, dann ist das Vorpreschen wohl deine beste Option. Ah, wie weiß ich das? Wenn Kampferfahrung wahrscheinlich, ne? Wann man sowas machen muss mal. Kampf. Ziel wechseln. Ich puste schon wieder ins Mikro, Herrschaftszeiten. So. Drücke Alt. Das auch noch. Boah, das ist ja ein. Also meine Finger, weiß ich jetzt. Alt. Aha, das kann ich mit dem Daumen gerade so erreichen. Drücke Alt, um zu wechseln, welchen Feind du anvisierst. Ich hasse meine kurzen Finger. Ach, das sind unpraktisch, aber ich muss das mal üben. Könnte aber gehen. Bewege Maus, also hier, Kampfangriffe von nicht anvisierten Feinden abblocken. Das Kampfsystem wird anstrengend. Okay. Bewege die Maus. So. Bewege die Maus, um deine Haltung zu ändern. Wenn ein nicht anvisierter Feind vorhat, anzugreifen, dann kannst du seinen Angriff abblocken. Änderst du deine Verteidigungshaltung in die Richtung seines Angriffs, dann wird der Angriff automatisch abgeblockt. Die Angriffsrichtung ist in deiner Haltungsanzeige zu sehen. Okay, mit Escape verlassen. Nee, werden sterben. Okay. Hi. Ich will das mit der Maus machen. Achso, dann muss ich jetzt auf Alt. Na. Okay, das mit Alt klappt gar nicht mal so schlecht. Konnte ich da jetzt was machen? Muss ich jetzt angreifen? Ich sehe überhaupt nichts. Da ist zu finster. Aua, ich werde, glaube ich, sterben. Ich will ins Licht. Kann ich laufen? Aha, okay. Entschuldigung, es war jetzt zu finster. Ich bin einfach nur noch hinten. Okay. Wir werden sterben. Das war's. Niemand kommt uns retten. Jetzt schauen wir bald so aus wie unser Nachbar da drüben. Oh.
Ja, wen haben wir denn da? You're still alive. Congratulations on surviving your first day. Danke. Gute Nacht. Ah, wir haben eine Errungenschaft. Anfängerglück. Ja, aber dieses Gesicht kennen wir doch, oder? Good morning. Servus. I hope you slept well. Ja. Oh, good morning. Yes, I believe I did. Although I don't remember very much of what happened yesterday. You discovered the local fauna. Those beasts are very violent at night. Conversely, they're somewhat more docile during the day. Aha. Eher sanftmütig. Tagsüber. Luckily, I arrived to hunt something for breakfast. Better than you, eh? Their meat is a bit tough, but it tastes better than rookie meat. Schön. By the way, we haven't been introduced. My name is Diego, and I'm the leader of the shadows in the old camp. I'm... Yeah, yeah, that's not important. You're a convict in the colony now. New prison, new life. That's what people say anyway. I'm gonna call you Rookie. All right with you? Uh-huh. Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, Rookie. I'll give it back to you when we leave. It's an unusual document. Yeah, yeah. Normally, rookies come in here with scrolls listing their crimes. That legal formality is meaningless here. It doesn't matter what crimes you committed outside. You'll have plenty of time to work them off here. If you live long enough. Yours, on the other hand, is special. It's red and carries a lacquered seal. It's a scroll intended for mages. Was machen? Warum ich? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, habe ich Zeit? Da passiert jetzt nichts, oder? Oh mein Gott. Haben die das toll gemacht? Die Figuren leben. Die bewegen sich. Die haben Moves. Wie ein richtiger Mensch. Nicht so wie bei Alex. Mhm. Ja. Hi. Servus. Ja. Hey, da ändert sich sogar auch die Tonlage der Stimme. Mega cool. Also super. Oh, Diego. Meine Güte. Den haben sie super hingekriegt. Denn man erkennt ihn sofort. Die Frisur. Alter, wie cool. Ich hätte mir ja fast gewünscht, dass er mit seinem Bogen angreift, ne? Weil er war er nicht Bogenschütze, Bogenmeister, irgend sowas in der Richtung. Aber auch mit Einhänder, ne? Habe ich gedacht, da kommt es aus der Ferne, weißt du, so ein. Und der erste Scavenger, sage ich schon, der erste Snapper vor den Kopf, ne? Und kaputt oder so. Aber das passt schon so, wie es ist. Er rettet uns das Leben. So soll es sein. Und ich vermute hier sogar ein Bogenschießen-Tutorial, weil da hinten auf dem Felsen sehe ich eine Zielscheibe. Mal schauen, was da jetzt noch kommt. Auf jeden Fall, das hier ist einer der wichtigsten Personen im ganzen Spiel. Es ist Diego. Einer unserer besten Freunde später. Ja, ich spoilere jetzt für Leute, die Gothic nicht kennen. Ihr müsst sowieso zuerst, bevor ihr das Spiel spielen dürft, ne? Ihr habt alle die Pflicht, die kein Gothic kennen, zuerst das Original zu zocken und dann dürft ihr das machen. Okay, das ist meine Aufgabe für euch. Ja, bis das Spiel fix fertig ist, ne? Habt ihr genügend Zeit, das originale Gothic zu zocken. Und wenn es noch Zeit übrig habt, dann auch noch gleich Gothic 2 drauf. Okay, das müsst ihr mir versprechen. Also, und für alle anderen, die Gothic eh schon kennen, wir sind wahrscheinlich gerade so ein bisschen im Hype-Modus. Glaube ich. Wenn der Anfangsschock mal überwunden ist, denke ich mal,
sind wir vielleicht sogar schon im Hype-Modus. Also ich bin's. Jo, so ein bisschen. Okay. Ja, was machen? Warum ich? Aha, mit S und, also mit A und D kann man natürlich wieder switchen. Was möchte man gerne fragen? Musst oben bleiben und dann auf Leertaste. Aha, warum? Aha, ach so, da kann man was machen. Was soll ich denn mit der Schriftrolle machen? Warum ich? Warum haben die mir ein so wichtiges Dokument gegeben? Das könnte man fragen, weil was damit machen ist klar. Wir sollen das zu die Feuermagier bringen, ist eh logisch. Also, warum ich? Why did they give such an important document to me? I suppose they entrusted that it would reach its intended recipients. Whether you were alive or dead. Schön. Many rookies don't survive their first day. Especially their first night. Those who pick up the dead bodies and recover the scrolls are paid very well by the mages. There are people here who can make anything into a job, and the desperation doesn't help. You're not as special as you thought. Hey, rookie. Well, I'll have to report yesterday's attack to Gomez shortly. But before we leave here, do you have any questions, rookie? Oh mein Gott, das ist schön animiert. Oh mein Gott. Hey, das ist... Also, Entschuldigung, ich freue mich da gerade einen Ast ab, aber das ist so schön animiert. Oh mein Gott. Hoffentlich machen die weiter damit. Ey, ich würde sogar was zahlen, kein Problem. Aber voll cool. Oh mein Gott. Die sind so lebendig, die Figuren. Ach, ich mag sowas. Entschuldigung, aber ich hype gerade ein bisschen. Naja, ich muss Gomez bald vom gestrigen Tag berichten. Ja, die Kolonie, was... Also, was soll ich über diesen Ort wissen? Und Hilfe, warum hast du mir geholfen? Was soll ich über diesen Ort wissen? Machen wir mal das, würde ich sagen. So, what do I need to know about this place? Let's start with the basics. We call it the colony, and we produce ore for the king. At least that's what we do at the old camp. Inside the barrier, there are three camps, and if you want to stay alive, you'll have to join one of them. Oh my God. The old camp is the largest and oldest of the three. And, well, part of my job is also to tell the new arrivals that it's the best place for them. Aha, okay. Also man kann immer nur eine, man kann nicht alles durchfragen. Okay, muss ich mir auch merken. Innerhalb der Barriere, ja genau, drei Lager. Oh mein Gott. Da bin ich echt jetzt schon wieder, ich weiß, das Spiel ist noch lange nicht fertig, aber ich bin schon am Überlegen, ob ich meine persönliche klassische Variante zum einen durchzocke oder ob ich mir was anderes mal gönne, ein anderes Lager gönne. Boah, ich weiß nicht. Im alten Lager anschließen, also dem alten Lager anschließen, nehmen wir mal an, ich wolle mich dem alten Lager anschließen. Was müsste ich dann tun? Altes Lager finden. Wie finde ich das alte Lager? Andere Lager. Und was ist mit den anderen Lagern? Und Gomez. Vorhin hast du jemanden namens Gomez erwähnt. Wer ist denn dieser Fatzke? Ja. Let's say I want to join the old camp. What do I have to do? That would be wonderful news. No doubt about it. You should go to the castle gate. There, you'll find a man called Thoris. Tell him I sent you. Thoris isn't the friendliest person on the planet, but he knows what he's doing. He'll tell you who you have to win over to be accepted. Aha, okay, diesmal darf ich mir. Das ist die Frage, ob die beiden Pflichtdinger sind. Ich frag mal nach Gomez, ne? Earlier you mentioned someone named Gomez. Who is he? Gomez
is the leader of the Ore Barons. He's the head of the old camp, the most powerful man in the colony. He's responsible for guaranteeing the ore shipment to the king and maintaining order in the only civilized zone inside this barrier. He's rather peculiar. A man of refined tastes and expensive indulgences. You'll see what I mean when you get to know him. Oh mein Gott, allein die Rüstung ist so cool gemacht bei Diego. Boah, ey. Das alte Lager finden. How do I find the old camp? Take this path. Past the clearing with the old tree, there's a guard post and an abandoned mine. If you go through it, you'll get to the old camp. However, the door is closed for security reasons until I issue the order to open it. I'll go there after breakfast. You can come with me if you want. Und dann hätten wir noch das die anderen Lager. What about the other camps? Listen, Rookie. Alongside the old camp, the new camp and the sect are nothing more than carnivals of mayhem and looting. In the old camp, you'll encounter people from those places who can better explain to you how things work here. As for me, I'll just tell you that the people in the new camp are a bunch of thieves and no scruples. And the people in the sect are all madmen, obsessed with certain herbs. Die Sektenspinner. As you can see, I'm speaking from a position ja, of genau. absolute impartiality. Ja. Ich habe jetzt alles durchgefragt. Was kann ich jetzt? Aquä zurück. Okay. Ah, darf ich doch weiter. Hilfe, warum hast du mir geholfen? Why did you help me? You were in trouble. And I happened to be passing by. Call it honor. Call it justice. No one should have to fight without a decent weapon and a fair shot at winning. But above all, I helped you because you're a rookie. And my job is to give you rookies an opportunity. Look, rookie, the colony is very dangerous. And even more so at night. Never leave the camps without being properly equipped. Besides, all you newcomers have the curious habit of getting yourselves into trouble. But I won't always be around to help you. Speaking of trouble, the scavengers were about last night. Did you see the attack on the lift? Eigentlich schon, bevor wir runtergefallen sind. Yes, I was part of the cargo in the lift when it happened. Very interesting. We're still investigating what happened and who was responsible. I think your testimony might be valuable. Alles klar. When we reach the old camp, you should speak to Gomez. I'm sure he'll be very interested in hearing what you have to say. Gut. Das hätten wir auch. Aha, dann sind die Gespräche quasi unterteilt. Aha, da muss man oben bleiben auf Quay. Thank you very much. Okay. I don't have any more questions. Don't mention it. It's always a pleasure. Oh. Hey. You showed promise in the fight.
But that's not going to do much good without a weapon. And there are also lots of wild beasts between here and the camps. It would be folly to travel unarmed. You can start by taking a look around the exchange zone near the elevator. I'm sure yeah. you'll find something useful there. When you get a decent weapon, come back and we'll go to the old camp together. Yeah. Die erste Quest. Oh, das haben sie übernommen. War es damals nicht ein rostiger Einhänder oder so? Ein rostiges Schwert, sowas? Das Schwert war schon, glaube ich, die bessere Variante, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hype Train. Was haben wir denn hier? Aufnehmen, Blaubeere. Okay. Nom nom nom, Blaubeeren gab es damals nicht, glaube ich. Da gab es nur die normale Beere, ne? Hey, cool, sie haben neue Items dazu gemacht. Das passt genau. Bin glücklich, vielleicht kann man damit auch besser kochen. Also schießt er doch. Oh mein, wie cool. Ich muss einmal kurz speichern, ne? Spielstand gespeichert. Yes! Oh, wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Ah, herrlich. Nice, nice, nice. So. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zurück, ne? Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Huch, was haben wir da? Achso, jetzt habe ich gedacht, jetzt hängt sich das Spiel auf. Erkundung, Schrägstrich, Sprinten. Halte... Wie heißt die Taste? Das ist die Taste, wenn man den Buchstaben groß schreiben möchte. Ja, beim Bewegen gedrückt, um schneller zu rennen. Voll peinlich. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Egal. Erkundung, Ausdauer. Bestimmte Aktionen, zum Beispiel das Sprinten und Angreifen, verbrauchen Ausdauer. Deine Ausdauer regeneriert sich schnell, sobald du jene Aktion, die sie verbrauchen, beendest. Ja. Erkundung, geduckt halten. Drücke C, um geduckt zum geduckten Gehen. Das hat eigentlich Schleichen nennen. Solange du geduckt bist, kannst du dich heimlich fortbewegen und wirst vom Feind nicht so schnell bemerkt. Erkundung klettern. Drücke die Leertaste, um an Kanten oder Leitern hochzuklettern. Erkundung Schnellzugriff Menü. Drücke oder halte Tab-Taste, glaube ich, ist das. Das dürfte die Tab-Taste sein. Ja, vom Zeichen her glaube ich schon, um das Schnellzugriffmenü aufzurufen. Ich probiere es dann eh gleich aus. Okay, und Escape zum Verlassen. Probieren wir gleich mal. Ja, derzeit hast du keine Gegenstände. Juhu, wir sind bettelarm. Hey, das ist cool. Oh Gott, die Maus. Ich muss sie schneller machen. Entschuldige, Moment mal kurz. Ne. So, jetzt ist besser. Jetzt ist besser, ja. Das gefällt mir besser. Perfekt. Vielleicht ein zurück. Wow. Okay, langsam. An das muss ich mich noch gewöhnen. So. Nice, nice. So. Ah, wie war das jetzt mit Klettern? So, jetzt an. Da musst du dich genau hinstellen, sonst klappt das nicht. Bin ich da überhaupt richtig? Hätte es einen zweiten... jetzt muss ich mal schauen, ob es einen zweiten Ausgang gegeben hätte. Warte mal, das wäre jetzt gar nicht gedacht. Sprint, 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 sprint. Da hinten, ne? Vielleicht geht es hier zurück zum... Halt, was war da? Warte, war da jetzt zum Klettern was? Hä? Egal, da war gerade irgendwas. Da habe ich mich vielleicht getäuscht. Jetzt ist die Frage, ob es hier weitergeht. Oder drüben. Jo, ich nix haben Ahnung. Da ist eine Leiche. Theoretisch. Ah ja, das stimmt schon. Sind wir schon richtig? Aber was soll dieser rote Pfeil hier? Zeigt er mir einfach die Richtung an, wo ich hin muss?
Das hier sollte vielleicht mal ein Kolosseum gewesen sein, ha? Oder so in der Richtung. Da wächst sogar eine Blume aus dem Baum. Oh! Plündere den Schnepper. Dann schau mal, was er hat. Nix. Ich will alles nehmen. Oh doch, verdorbenes Fleisch, das kann man immer brauchen. Den plündern, einen Becher. Achso, da gibt es noch die... Okay, Erzbrocken. Den Snapper, da gibt es noch keine kein Bild dazu, ne? Was haben wir hier? Eine Fackel? Noch eine Fackel? Den Schnappi haben wir schon. Da müsste es noch einen Schnappi gegeben haben, einen dritten. Wenn Diego alle drei besiegt hat. Da ist aber nur zwei, ne? Okay, das mit... Also ein Verbesserungsvorschlag hätte ich schon mal, und zwar die Mausempfindlichkeit. Dass man die so gestalten könnte, dann hier im Spiel, ne, dass ich da nicht immer switchen muss. Das wäre schon mal mein Verbesserungsvorschlag einer, aber das wird gesagt wieder... wieder Mimimi im großen Stil, ne? Sind halt dann das ist dann das Feintuning, das kommt zum Schluss. Aber so muss ich schon mal sagen, gefällt es mir schon ganz gut. Jetzt kann ich da hoch. Glaube ich nicht, ne? Hier geht's auch nicht, oder? Doch, geht. Wenn ich das schlau genug mache, vielleicht. Jawohl, geht schon. Man muss nur ein Erzbröckelchen. Man muss nur sauber hüpfen, dann geht das schon irgendwie. Optisch schaut es aber schon schön aus. Diese Kolonie so, also Kolonie, sag ich, Kolosseum meine ich. Das Kolosseum gab es so nicht. Ist eine nette Option, würde ich sagen. Aber wo ist der dritte Schnappi? Da oben ist auch was. Das mit den Pfeilen ist gar nicht mal so schlecht. Aber das mit dem Hüpfen ist da. Heureka! Oh, rück. Jawohl. Ist halt ein bisschen zum... Eine leere Flasche. Aha. Vielleicht zum Trank reinfüllen oder so. Noch ein Erzbröckelchen. Da oben ist... Das schaut interessant aus, die Kisten da, aber das ist nichts, ne? Wichtig ist halt auch immer schön alles anschauen hier. Die Umgebung wirklich immer schön durchfilzen und durchschauen, das braucht man hier. So. Ich muss nur schauen, dass ich den Pfeil nicht übersehe, weil der ist für mich doch noch gerade ein bisschen unscheinbar. Aber so wie gefällt es euch bisher, Charakterdesign und so weiter. Also ich finde das echt schön gemacht. Auch Diego und so. Finde ich echt gut. Mir gefällt auch, dass sie auf das Tattoo gedacht haben hier, weil unser namenloser Held trug hier wirklich eins, ne? Finde ich auch supi. Details, Details, Details. So, Sprint, Sprint, Sprint. Hä, da war was? Dieser Pfeil, dieser Pfeil. Was war das jetzt für ein Pfeil? Vielleicht hat es mich auch nur getäuscht. So, hier waren wir schon mal, ne? Können wir dich nochmal plündern? Tatsächlich. Eine Münze hat er da, Dietrich. Da steht Münze und wir kriegen Dietrich. Ist das normal? Beim vorigen Item auch. Da steht Becher und wir haben was anderes bekommen. Ist das ein Erzvorkommen? Na, schaut nur so aus. Ah, hier hätten wir was. Was haben wir da? Einen Becher. Und hier, das dürfte schon ein Bier sein, oder? Ist das eine leere Flasche? Königsbier. Da, schau her. Was haben wir da oben? Sollte vielleicht vorsichtiger sein. Nicht, dass ich mich noch hier umbringe.
Weil irgendwo wären auch die Snapper. Also die Snapper dürften normal nicht mehr hier sein. Noch eine Blaubeere, gut. Aber vielleicht ist hier ein Scavenger irgendwo und ich habe noch keine vernünftige Waffe. Das würde mir äußerst teuer zu stehen kommen. Zerquetschen? Echt jetzt? Ugh. Also ich brauche das Fleisch. Kann ich es nehmen? Gibt's es? Fleischwanzen? Also Wanzenfleisch, ja. Genau. Das nehme ich gleich mal mit. Es müsste auch noch Schwammerl wird man noch brauchen. Wie hieß das Schwammerl schnell? Sklavenbrot? Bin ich da richtig? Ich weiß es nicht mehr. Schande. La 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 la. Zertreten mittlerweile. Früher konnte man sie noch mit einer Axt plätten. Und das mit dem Hüpfen, das muss dann später noch ein bisschen, also wär vom Vorteil, wenn es ein bisschen besser geht. Wenn man auch vom Hüpfen her ein bisschen noch Reichweite kriegt. Das wäre schön. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön, sehr schön. Da ist nichts für mich. Da ist nichts für mich. Da drüben, da haben wir was. Blaubeere? Ja, Blaubeere. Lecker, schmecker, Blaubeere. Lalala, da ist vielleicht noch eine. Das ist auch schön hier, das, was random am Boden liegt. Aber vielleicht kann man auch Blau... Wie? Hilfe! Ich hab's ja noch gesagt, ne? Dass da eventuell...